Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Crafter, wo wir hier gerade eigentlich nur noch Tresorräume suchen und versuchen uns möglichst nicht zu verlaufen. Ich möchte gerne in-game reich werden. Und ich finde, das habe ich mir verdient. Nach all dem Stress, den wir hier hatten. Was ist denn das? Ui. Auch schön. Ein paar Tokens. Wie viele von den Blueprints wir jetzt kriegen und sie einfach nicht nutzen können. Und wie viel Müll wir sonst bekommen. Ich habe so lange, so intensiv nach dem Zeug gesucht. Und hier ist es einfach. So, an sich sind wir wieder voll, aber wenn ich den Teleporter baue, habe ich wieder ein bisschen Platz. So. Dann einmal wieder nach Hause und aufräumen. Iridiumstäbe, sind wir jetzt endgültig voll? Sollten wir mal eine Ladung eigentlich verkaufen gehen? Bringen im Endeffekt genauso viel wie die ganzen anderen Stäbe auch. Hier nochmal so ein Teil. Ich könnte zwar mal schauen, ob inzwischen was Neues dazugekommen ist, aber ich glaube einfach, wir sind hier schon am Ende. Das kommt alles rüber, das kommt rüber, das kommt hoch, die können in Müll. Einmal. Normaler Dünger. Bakterienprobe und Mutagene. Ach, Tuskasamen kann ich aufräumen. Tuskasamen kriegen wir doch tatsächlich unter. Das kann ein Müll, das kann ein Müll. Das kommt hier hin. Heizung Stufe 5. Krass. Nicht, dass wir noch Wärme bräuchten, aber der Terraforming-Index sollte dann halt deutlich schneller hochgehen. Aber jetzt schicke ich erstmal ein bisschen Iridiumstäbe los. Für Bargeld. Auch wenn es wirklich nicht viel ist. Ich wünsche, ich könnte irgendwas Cooles herstellen, was halt wirklich schnell Kohle gibt. Warum ist das jetzt plötzlich nicht mehr aktiviert? Okay, wir haben 29.500. Ich meine, es gibt ein Achievement für eine Mille. Nee, ich sag's bloß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn, dann bauen wir doch gleich die neuen Heizungen. Superlegierungsstäbe. Ich würde gerne schauen, dass wir davon wieder Minimum 4 Stück hinbekommen. Tendenz zu 8. Normale Superlegierung können wir dementsprechend aufräumen. Wir müssen halt gleich gucken, wie viele Superlegierungsstäbe wir herstellen können. Ich meine, Alu und so haben wir ja eigentlich alles genug. Ich bin wieder voll. So, pass auf. Wir brauchen immer 3. Wenn wir wieder 8 Stück machen wollen, bräuchten wir 24. Haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch einen, dann würden wir zumindest 9 schaffen.
Weißt du was, mach einfach mal. Dann baue ich schon mal zwei Heizungen auf. Hier. Alles. Sind jetzt 6. Reicht genau. Ich trinke mal. So, Heizungsstufe 5. Yo. Okay, die ist ein bisschen größer als erwartet. Das ist krass. Aber die sollte ja auch dementsprechend, denke ich, mehr heizen, oder? Ich muss gleich mal vergleichen. Das Ding einmal kurz raus, dann kann ich mich nachgucken. Die hat 538 Wärme. Okay, die hat deutlich mehr Wärme. 35 Luftdruck. Deutlich mehr Luftdruck. Aber auch das Fünffache an Energie ist natürlich auch nicht ohne. Das ist natürlich auch nicht ohne. So, vom Schwarzpulver könnte ich nur noch eine machen. Wenn, dann will ich 4. 1, 2, 3. Das heißt, hier machen wir aus, weil hier sind genau 6 Stück drin. 4 von den Heizungen. Ich hoffe, die Energie reicht. Bitte, 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 lass die Energie reichen. Ich habe Angst. Okay, Energie läuft noch. Terraforming Index sieht schön aus. Das muss nicht mehr angepinnt sein. Die Stäbe packe ich hier wieder rein. Können wir dann. Ich denke, wir können damit nochmal 2 Raketen machen. Ist zwar lächerlich, aber wir nehmen es halt mit. Essen haben wir noch. Das heißt, ich nehme bloß ein Wasser mit. Und dann machen wir da weiter. Sonst irgendwas Interessantes dazu gekommen? Ich glaube, es waren hauptsächlich Eier. Ich gehe mal kurz gucken. Oh, wir sind hier fast durch. Tierheim. Futterspender für Tiere. Tierfutter. Extraktionsplattform. Wird verwendet, um einem Schiff im Orbit wieder beizutreten. Also das nächste, was wir bekommen, ist nicht mehr bei GTI. Insektenverteilerrakete kriegen wir auch bald. Bald ist, ja, dauert noch sehr lang. Hier haben wir uns die Eier freigeschaltet, ist ganz cool. Fischvitrine, Ökosystem, Mutagenstufe 2. Alles jetzt nicht so interessant. Gasextraktor Stufe 2, ja. Wir bräuchten halt viel mehr Pflanzen, also wir sollten uns schon demnächst darauf konzentrieren, dass wir die Biomasse deutlich erhöhen. Mit deutlich meine ich sehr, sehr deutlich. Ne? Dass wir uns da richtig verstehen. Ich weiß nicht, warum ich Eisen immer noch mitnehme. Hier müsste aber irgendwo erstmal die Tresorräume, die wir freigeschaltet haben, aber es müsste auch einer mit so einer, mit so einem Zugangsding sein. Aber wo? Wo?
Who let the dogs out? So, hier ist einfach ja nüschte. Wir haben noch die Zugangskarte nicht einfach so bekommen. Kannst du mir nicht erzählen. Und auch sonst haben wir, wie gesagt, aktuell noch keinen einzigen Tresor gefunden. Das kann es nicht sein. Wir sind nur für Reichtümer hier. So, hier ist einfach gar nichts. Ich mache mir nur weitere Räume frei, in denen ich mich dann verlaufen kann. Spitze. Terra-Token-Ausbeute ist auch eher so mäh. Ich meine, wir haben schon ein paar gute bekommen, aber in so einem Tresor ist halt deutlich mehr. Hier, da wollte ich hin. Ist kein Problem, ich habe nämlich noch eine zu Hause. Pass auf. Hole ich mal eben. Aber wir gehen auf jeden Fall da rein. Nichts und niemand kann mich davon abhalten. So, ich mache bloß gleich ein bisschen Platz. Wenn wir sowieso hier sind, dann nutzen wir das auch. Müll, Müll, Müll. Triebwerke, geil. Ich sollte Eisen wegschmeißen. Ich bring's bloß nicht übers Herz, weil ich doof bin. Obwohl das komplett bekloppt ist. Das. So, ist nicht deine... Oh Gott, ich dachte schon. Okay. Und wenn ich hier schon zwei von den Karten brauche, dann muss ich das hier doch lohnen. 100, 100, 100, 500, 5000, 500. Angenehm. 100 und 100. Ja, geht. 100, 500, 100, 100, 500, geht. 100, 100, 5000. Geil. Und wir sind voll. Können eigentlich direkt wieder nach Hause. Wie viele fucking Terra-Token habe ich inzwischen? 40.000? Sowas in dem Dreh würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Und ich halte es auch nicht unbedingt für abwegig. Das könnte schon hinhauen. So, Produktionsmultiplikator brauchen wir halt eigentlich gar nicht. Weil ich nirgendwo wirklich was produzieren lasse, oder? Okay, sehr viele Tusker-Samen. Das heißt, die Kiste kriegen wir demnächst auch voll. Sonst für hier hinten ist nichts. Aber für hier. So. Ein Osmo-Stäbchen. Super Legionsstab, auch geil. Obsidian. Verdammt. Tusker-Samen. Voll, voll. Tuska ist, glaube ich, das Einzige, was noch nicht voll ist. Cool. Das. Kürbis hatten wir auch voll. Also Müll, 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 Müll,
Müll, Müll, Müll, Müll. Bleib bloß noch Mut vergehen. So. Ho, 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 ho. Dann laden wir uns da gleich was Neues rein. Warte mal, ich wollte jetzt einfach aus Neugier. Da kommt aber nichts mehr, oder? Nee. Da kommt einfach nichts mehr. Und damit sind wir durch. Rein theoretisch irgendwann, wenn mal ein Update kommt, wird vielleicht wieder was freigeschaltet, dann können wir das nochmal nutzen, aber jetzt fürs Erste nicht. Kann es sein, dass... Ach mal, da oben? Da oben ist nochmal ein Tresor. Und hier auch. Also oben wurde auf jeden Fall auch was freigeschalten. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kam ich nochmal nach oben? Ah, cool. Cool, cool. Schön, dass da auch noch einer ist. Hätte ich den von zu Hause nicht holen brauchen, aber naja. So, wo ging's nach oben? Ich meine, zumindest braucht man keinen Sauerstoff, ne? Wir können ja einfach ganz entspannt rumpimmeln. Solange wir ein bisschen essen, ein bisschen trinken haben, ist hier eigentlich alles gut. Hier hinten waren wir anscheinend auch noch nicht. Sonst hätte ich ja die Kiste schon mitgenommen. Wo ist denn jetzt hier die Treppe? Ich muss raus. Ich hätte auch den Clip nutzen können. Wäre, glaube ich, lustiger gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. Okay, hier hinten waren wir schon. Hier waren wir offiziell, offensichtlich, zumindest nicht von der Seite. Da ist noch ein Kistchen. Noch so eine Schlüsselkarte. Gibt es hier nochmal so einen Raum? Ich hätte absolut nichts dagegen. Das mal nur so am Rande. Und noch eine. Komisch, ich würde die aber tatsächlich noch im Inventar behalten wollen. Vorübergehend. Aus Sicherheitsgründen. So, hier ist jetzt auch wieder voll. Geil. Wie viele Kisten soll ich denn bitte machen? Das ist Müll. Das ist Müll. Das nicht. Ortusgasam. Den habe ich übersehen, hätte ich wegschmeißen können. So, einmal. Dann haben wir hier hinten nochmal Mutagene. Dann Bakterien. Dünger 2 und Dünger 1. Ein paar Superlegionsstäbe, ein paar andere. Ist eigentlich unsere Rakete schon zurückgekommen? Ich hätte mal wieder was zum Loswerden. Okay, da wurde nichts umgestellt, das passt. Ich bilde mir nämlich ein, dass da einfach aktuell nichts nachkommt. Und das wäre nicht schön. Einmal in den Mülleimer. Da oben. Und da war auch noch eine Kiste. Dieses Wrack ist
irgendwie dezent buggy. Ich meine, wir haben ja inzwischen schon festgestellt, es passiert nicht unbedingt viel. Wir werden deshalb nicht sterben. Ach, hier geht's hoch. Aber es nervt. Okay, das kann aber nicht die richtige Treppe eigentlich sein. Weil da können wir nicht durchgekommen sein. So, haben wir hier irgendwo den Tresorraum? Ja. 100, 500. Immerhin. Ich könnte ihn hier lassen. Will ich aber nicht. Ich will ihn mir dann zerstören. Nicht, dass hier noch irgendjemand anders looten kommt und sich da irgendwie freut und dann ist da nur Scheiße drin. Weißt du, so soll jemand looten kommen, sich freuen und dann merken, oh fuck, der ist leer. So, Müll, 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 Müll. Weißt du was, leck mich, leck mich, leck mich. Tschüss Eisen. Leiterplatte, weißt du was? Hier. Wir haben viel zu viel. Wir haben über 6 Kisten. Wie viel soll ich denn bitte bauen? Weg mit der Scheiße. So. Muss reichen. Dann haben wir wieder ein bisschen Dünger. Ein bisschen Dünger. Ein bisschen Triebwerk. Ein bisschen Mutagen. Und das ist alles im zweiten Gang. Uranstäbsche. Osmiumstäbsche. Superlegionsstäbsche. Noch mehr Blaupausen. Wir könnten aktuell, weißt du was? Also nee, eine reicht. Einfach nur, weil wir es uns gerade leisten können. Wenn wir sie brauchen, können wir sie da wieder rausziehen. Mal schauen, wie viel Energie wir jetzt haben. . 40.000 produzieren wir, also verbrauchen wir nicht mal 9. Das muss erstmal eine ganze Zeit lang reichen. So, weiter geht's in unserem Buggy-Wrack. Den hat man, ne? Ja, müsste da gewesen sein, wo wir gerade drin waren. Dann ist, glaube ich, hier oben auch in dem Gebiet nichts mehr. Dann müssen wir jetzt immer noch die richtige Treppe finden. Hallo? Wo ist der Weg nach draußen? Ich laufe einfach wieder wirr überall rum. Wäre auch cool, wenn man jetzt einfach Türen zumachen könnte, um sich so ein paar Wege praktisch selber zu versperren, damit man weiß, wo man war. Hier waren wir, ne? Das war der coole Raum. Ja, das war der geile Raum. Ah. Da waren wir. Das haben wir. Nase juckt. Wo geht's hier raus? Ich meine, im Zweifelsfall, wir kommen immer nach Hause.
Würde aber bedeuten, dass ich einen Teleporter verschwende, der auch immer da ist. Und oben im Eingang sind gegebenenfalls halt auch noch Tresore. Sogar ziemlich sicher. Okay, das war das. Hier waren wir gerade. Ja, nee. Nee. Man kann sich hier so hart verlaufen. Uff. Ich will hier raus. Bitte. Da hinten war nichts. Ich meine, früher oder später finden wir es wieder. Problem ist nur bei meinem Talent, ist das halt meistens eher später. Ich bin jetzt wieder im Kreis gelaufen, oder? Also gut, ich laufe hier permanent nur im Kreis. Da ist wieder... Die Treppe ist neu, oder? Aber da waren wir auch gerade. Okay, wir haben jetzt zwei Treppen nach oben. Das heißt, im Umkehrschluss, dass die, wo wir gerade eben waren, die richtige war. Fuck. Wo war die? Nee, nee. Das hier schaut ungewohnt aus. Dieser Mittelraum. Hier irgendwo noch mal eine Treppe. Ja, gut. Aber das sah gerade wirklich aus, als würde es bei der Treppe da oben nicht weitergehen, wo wir gerade eben waren. Deshalb bin ich ja umgedreht. Hier. Hier ist doch sonst nichts. Hier ist dieser Rundweg. Hier hinten ist einfach gar nichts und hier geht es nur wieder zur Treppe. Hä? Das waren nur Treppen, oder? Da war keine Leiter. Nee, da war keine Leiter. Ich bin mir sicher, da war keine Leiter, es waren alles Treppen. Eine Karte von dem Raumschiff. Das wär's. Und da ich ja noch eine Höhle gefunden habe mit Sprengstoff, gehe ich fast davon aus, dass dahinter auch einfach nochmal ein Raumschiff ist. Und inzwischen verspüre ich so einen leichten Hass gegen diese Raumschiffe hier. Nein. Ist schön, dass ich den Tresorraum immer wieder finde. Da war da eine Treppe. Leiter meine ich. Aber auch die müssten wir dann eigentlich inzwischen irgendwo mal gesehen haben. Oder nicht? Und es dürfte auch ruhig irgendwie mehr als einen Ausweg geben. Hätte ich nichts dagegen. Hm.
Ich verzweifle. Langsam, aber sicher. Vor allem schaut halt auch alles so gleich aus. Technisch unzerstört. Hier? Nee, hier waren wir schon. Och Mann. Ich möchte doch nur nach Hause. Wir sind auf jeden Fall keine Treppe runtergegangen beim ersten Mal, wo diese Türen waren. Da bin ich mir ja zumindest halbwegs sicher. Das ist aktuell tatsächlich so mein einziger Kritikpunkt. Ich finde das Spiel ultra geil, wirklich. Das suchtet wie Sau. Aber das hier ist halt, dass man sich da so verläuft. Oder dass man, wenn man hier diesen Generator freigeschaltet hat, nicht irgendwie vielleicht einen Lageplan von dem Ding gesendet kriegt auf seine Karte. Das ist halt ein bisschen stressig, nervig. Stressig hauptsächlich. Hier gibt es nur diese zwei Treppen. Und diesen Zentralraum, der sonst nirgendwo hinführt. Der Generator war ja auch oben. Ich drehe komplett durch. Ich war jetzt 100 Pro in jedem Raum. Da kann ich durchgucken. In jedem Raum war ich jetzt mehrfach. Aber nirgendwo komme ich raus. Von hier kamen wir. Hier kommt praktisch nichts mehr. Ich laufe halt irgendwie immer wieder dieselben zwei Treppen hoch, wo es dann nicht weitergeht. Das ist doch scheiße. Das ist überaus. Gab es hier eine andere Seite noch? Nee. Also es ging runter, ja, aber nee, nee, nee. Hier unten sonst auch nichts. Ich würde halt den Teleporter ungern hier lassen. Weil er wird uns ja dann auf dem anderen Teleporter auch permanent angezeigt. Und dann müsste ich immer ausklabüstern, wo wir eigentlich uns hin teleportieren wollen. So, jetzt ist hier die zweite Treppe. Wir müssen auf jeden Fall bald Wasser holen. Sonst auch nichts. Aber das schaut mehr aus wie der Gang, wo wir runter sind. Ganz am Anfang. Kann es aber nicht sein, weil hier ist Endstation. Und mein Headset ist fast leer. Cool. Ja, nee. Möchte ein bisschen kotzen. Es gibt hier keinen Weg mehr raus.
Der Ausgang ist auf jeden Fall in die Richtung. Weil wir hatten unsere Base im Rücken. Ja, Bewässerung niedrig. Immerhin bin ich sicher, wir haben hier unten auf jeden Fall alles gelootet. Wir haben jeden Schrottpfeiler im Weg entfernt. Wahrscheinlich haben wir die Treppe einfach abgebaut. Jetzt bin ich ja wieder hier. Und hier ist es halt nicht. Ich finde immer wieder nur diese beiden Treppen. Und sonst gar nichts. Kann doch nicht sein. Da ist das und da ist wieder die Treppe nach unten. Wo bin ich denn jetzt bitte noch nicht lang gelaufen? Ich meine, mir bleibt ja nichts anderes mehr übrig, als hier so lange rumzulaufen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich brauche Wasser. Ich glaube, ich suche offscreen weiter. Das nervt mich gerade. Und ich weiß halt auch nicht, was ich die ganze Zeit labern soll, wenn ich mich hier eigentlich nur im Kreis drehe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Einfach hier vor dem Teleporter. Und ich habe aber den Ausgang gefunden. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und tschüssikowski. Ciao, ciao.